Das ist ja ein Wahnsinn. Also das hätte sogar einen Elefanten umgehauen, so viele Schmerzmittel, wie wir dir gegeben haben. Und bei dir hat es nichts geholfen? Vielleicht hast du so einen oder ähnlichen Satz schon einmal zu hören bekommen, nachdem du mit Schmerzmedikamenten vollgepumpt wurdest, die nun mal nichts geholfen haben. Die Frage ist, woran liegt das? Warum helfen bei vielen Menschen die Schmerzmittel nicht gegen ihre Schmerzen oder nur bedingt ein bisschen? Wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, dass die Schmerzmittel nicht helfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass deine Schmerzen daherkommen, dass die muskulären Spannungen in deinem Körper zu hoch sind und die Schmerzen auslösen. Ganz wichtig ist zu verstehen, auch über die zu hohe Spannung der Muskeln im Körper sendet der Körper Schmerzsignale. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das sind heftigste Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Und da hilft eben auch Morphium, Tilidin und so weiter, solche starken Schmerzmedikamente, bedingt oder gar nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass du nicht ganz in Ordnung bist oder dass dein Körper nicht ganz in Ordnung ist. Das ist sogar eine gute Nachricht und deutet, wie gesagt, darauf hin, dass deine Schmerzen daher rühren, dass deine muskulären Spannungen zu hoch sind. Das heißt, dein Körper schickt nicht den Schmerz aufgrund deiner Schädigung, weil sonst hätten die Schmerztabletten geholfen. An sich ist es eine großartige Nachricht, denn muskuläre Spannungen sind etwas, die du behandeln kannst, wo du vor allem auch selbstständig daran arbeiten kannst. Wenn es bei dir aber jetzt so ist, dass der Schmerz so schlimm ist, dass du kaum noch sitzen kannst, kaum noch stehen kannst und es einfach unertragbar ist und mit den Übungen, die ich zeige, auch nichts hilft, vielleicht wird es sogar dadurch schlimmer, dann brauchst du professionelle Hilfe, dann brauchst du jemanden, der dir diese muskulären Spannungen aus dem Körper weitgehend rausnimmt. Ich bin darauf spezialisiert, die muskulären Spannungen im Körper runterzunehmen, rauszunehmen, denn wir wissen mittlerweile aus der Forschung, dass die meisten Schmerzen, und ich spreche von ca. 80%, daher kommt, dass die muskulär-faszialen Spannungen im Körper zu hoch sind. Lass dich nicht irritieren, wenn die Schmerzmittel kaum oder bedingt helfen. Sei dir darüber bewusst, dass bei dir es mit großer Wahrscheinlichkeit so ist, dass deine Schmerzen aufgrund der zu hohen Spannungen kommen. Wie ist es bei dir? Helfen bei dir die Schmerzmittel oder wirken die auch kaum noch? Schreib's gerne in die Kommentare.